du trägst, hau, du trägst es. Ja, weißt du nicht, dass man im Stirnhaus nicht zäppig rufen darf? Mach's auf, Herrn, gell? Hör doch einmal auf, sonst hättest du einen Hausherrn nach aufs Knack, dass du auch kennst. Wo ist jetzt nicht aufhören, hä? Ja, zieh, Schauko, geht's dir vielleicht was ab in die Teppichklopf. Wird das schon passen, gell? Weiblicher Hausmeister auf. Sie heißt mir Trägsau. Naja, das bist du. Und jetzt hörst du mal mit deinem Klopfer auf. Und gehst schleimigst mit deinen staubigen Fersen in den Hof hinter. Da kannst du noch klopfen, solange der Himmel blau ist. Aber im Stirnhaus hörst du mir raus mit den Gesetzen. So, das kannst du gar ja. nicht verbieten, gell? Sag lieber dein Hundsbum, er soll mir die Mille bringen, gell? Gestern hat er es erst um 8 in der Früh dahergebracht. Und um 7 muss mein Mann schon in die Arbeit führen. Gell, damit ich so was der Bursch. Und wenn er es morgen wieder um 8 daherbringt, dann reiß ich ihm seine Senfläffchen raus, aus seinen rothaarigen Gemüsekopf, gell? Und wirf ihn samt die Mille kieben über die Stirn runter, dass das weißt. So, das kannst du ja probieren und kannst einmal meinen Buben probeweise über die Stirn runterwerfen. Dann der Kreier am Abend versaut, dass er meint, der Blitz hat ihn gestraft. Du alter Probrucker, und von morgen an kannst du deine Milli selber holen. Ja, ja, das tue ich schon. Ja, denn vor deinem unappetitlichen Saububen, da graust man ja schon lang. Und ja. wenn du nicht selber so ein Drecksau warst, dann passt er vor Milli aus dran zuerst schneizen, gell? Sonst erfreut er sich noch einmal über seine eigene Rutzglocken. So, ich bin Gott sei Dank eine reinliche Person und über meine Kinder und über mein reelles Geschäft sagst du mir nichts. Zusammengeschnäckelt, der Hausmeister Trampi. Ich gebe noch gleich ein Hausmeister Trampi, gell? Über dein reelles Geschäft, das sollst du auch noch renommieren. Du Gott, mir. Du bist ja wegen deiner Gipswasserhandlung länger in Stahlheim drauf ja, im Jahr als wir in deiner Milleburg, so, gell? So, und jetzt will ich dir noch was sagen. So. Wenn's in deiner Wohnung keine Wasserleitung hätte, dann warst du ja so schon lang verhungert. Denn dein zappiger Mann konnte mir einen Zahnstocherschnitzel nicht erholen. Ja, aber mein Mann tust du aus dem Spiel lassen, gell? Du Rinnauger, die Hausmeister trägt Drossel. Geh zum Posieren, war er da schon recht bin. Wirst du damals auf der Welt tut, wirst man Ausspanner hier tun, aber er hat dir was gut. Geh herauf. Und dein giftbrüchiger Milliwagenhengst, ja, der hat ja mir auch schon am Bedrum Pauli Tag einmal ins Café hast. Ja, so bis jetzt hat es ja noch nicht gut. Aha. Aber ich hab mir ja gar nicht gemink. Ich hab mir ja gleich Dini gemacht und hab ihn sitzen ja, lassen. Dir nicht weil gut. mit einem solchen Steffen wird dein Mann allerhand abzählen erinnert. Mein Mann ist auf die noch nicht scharf bin. Das machst man nicht weiß. Auf den 15 cm Mai gibt er mein Mann keinen Kuss. Und wenn er da wirklich schon angegeben hat, dann weiß er jetzt, was er den letzten Ruferschmarrn her hat. Aber du kannst da kein Mann mehr reizen. Mit deinem blatangestellten Rosenkind und deiner rosaroten Warzen am Kinn. Du zahnlucke die Salonrufe, dass das Wort. Da geh her mit dem Kraft. Na, hau, da, schau, 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 da, schau,